Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Sammlung und die Frage, wie mache ich das am besten, wie verfolge ich meine Sammlung am besten, wie komplettiere ich meine Sammlung am besten, wie behalte ich sie im Auge. Und das Thema hat mich persönlich schon eine ganze Weile beschäftigt, das ist schon seit 2 Jahren, 3 Jahren. Und ich habe es immer auf verschiedene Arten gemacht, immer mal meine Spiele aufgeschrieben, habe es auf diversen Plattformen eingetragen, um einfach mal den Überblick zu behalten. Bis ich dann eine Möglichkeit gefunden habe, die für mich persönlich das Beste darstellt, was ich bisher so ausprobiert habe. Das habe ich ja mal bei Facebook erwähnt und viele von euch haben mich dann daraufhin angeschrieben und gefragt, hey Andi, zeig mal, wie das geht, was ist das, wie machst du das? Und genauer gesagt ist das Ganze eine App. Ich habe lange gesucht, ich habe vieles ausprobiert, ich habe viele Apps ausprobiert, ich habe Console Profiler AT ausprobiert zum Beispiel, International Game Database habe ich ausprobiert, vieles halt. Und bei mir war das anfangs so, dass ich meine Sammlung vor Jahren via IGN archiviert habe, sagen wir mal so. IGN hatte damals einen sehr, sehr coolen Service. Ich weiß nicht, ob die den immer noch haben, aber ich war da mal vor Jahren angemeldet auf IGN.com, musste also ein englischsprachiges Profil anlegen und dann konnte ich halt mir meine Sammlung aufbauen quasi. Ich konnte dann eingeben, welches System ich besitze, welche Spiele ich besitze, Details dazu schreiben mit Anleitung, New Modul, Special Edition und so weiter. Und das fand ich halt ziemlich geil. Ich habe dann irgendwie damals, als meine Sammlung sich so auf die 500 Spiele zu bewegt, da habe ich das dann bei IGN gemacht und war auch sehr zufrieden damit, bis ich irgendwann dann, die Spur verlor. Ich habe es aus den Augen verloren und dann irgendwann wollte ich nochmal wieder anfangen. Dann habe ich mein Passwort vergessen, ich hatte die E-Mail, die damals damit verknüpft war, nicht mehr, ach, keine Ahnung. Dann habe ich halt, als ich angefangen habe, die so verschiedene Konsolensammlungen zu komplettieren, so zum Beispiel den N64 und jetzt mittlerweile den GameCube, habe ich das Ganze via PDF gemacht oder via Word-Dokument. Ich habe also mir die vollständigen Spiele-Listen, wenn es denn welche gab, aus dem Internet zusammengesucht, also aus die diversen Quellen, sei es Wikipedia, sei es Google, sei es verschiedene Retro-Seiten und habe diese dann in ein Word-Dokument geschrieben und habe das dann im Endeffekt nachverfolgt, indem ich dann gesagt habe, okay, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann klicke ich das Word-Dokument an, suche mir das Spiel raus, wo es steht und färbe dann quasi den Namen des Spiels nicht schwarz, so wie halt der Standardtext, sondern in Rot. Und je mehr Rot ich habe, umso mehr Spiele von dieser Sammlung habe ich dann oder von der Bibliothek, von der Spielebibliothek. Ja, und wie gesagt, ich habe es aus verschiedenen Wegen gemacht. Ich war eigentlich nie mit irgendeinem Weg zufrieden. Console Profiler AT habe ich, wie gesagt, auch probiert, fand ich auch nicht so prickelnd. Und jetzt vor kurzem, irgendwann Ende letzten Jahres, habe ich eine App gefunden. Also eigentlich durch Zufall, weil ich einfach aus Langeweile im Play Store rumgesurft bin. Und dann habe ich sie, wie gesagt, gesehen, habe sie mir geladen, sie war umsonst. Es gibt noch eine Pro-Variante, ich komme aber mit der Gratis-Version extrem gut aus. Und dann habe ich mal angefangen. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt und inzwischen finde ich die App mega gut. Ich habe über 1100 Spiele registriert in dieser App und habe aber noch irgendwie, glaube ich, 1000 vor mir. Und als ich dann auf Facebook geschrieben habe, dass ich diese App habe und dass ich die ziemlich geil finde, habe ich halt viele, viele von euch angeschrieben und mich gebeten, diese App mal vorzustellen. Und das tue ich jetzt mal. Ich habe die App, wie gesagt, auf dem Handy und ich drehe jetzt die Kamera ein bisschen um, damit wir uns das genau angucken können. Und dann zeige ich euch mal die App, die heißt übrigens My Game Collection, also ganz banal, finde ich aber super klasse, hat bisher bei mir bei über 1100 Spielen funktioniert und wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt. So, wenn wir dann hier aufs Handy gucken, habt ihr hier direkt auf der ersten Seite meines Handys die App, die heißt My Game Collection, da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Und dann öffnet sich im Normalzustand, wenn ihr also schon ein paar Spiele registriert habt, folgendes. Ihr seht hier eine Auflistung der momentan registrierten Spiele. Das sind bei mir 1174. Und gefolgt von einer Aufzählung der verschiedenen Plattformen, der verschiedenen Systeme, die ich bei mir zu Hause habe, inklusive der dann dafür erhältlichen Spiele bei mir in der Sammlung. Das geht alphabetisch. Oben fängt das mit dem Game Boy an. Da steht dann genau drunter, wie viele Spiele ich dafür habe, nämlich 5. Game Boy Advance, Game Boy Color, GameCube, NES 2, Nintendo 3DS und so weiter. Also schön alphabetisch bis unten hin zur Xbox One. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehen möchte, welche Game Boy Spiele ich denn habe, dann klicke ich auf den Pfeil daneben,
Zack. Und dann öffnet sich hier der Bereich und ich sehe, wie viele Gameboy-Spiele ich denn für das System besitze in meiner Sammlung. Das sind dann Battletoads, Donkey Kong Land, Gargoyle's Quest, Tennis und The Legend of Zelda Link's Awakening. Nicht viele, aber ich bin auch nicht so der Gameboy-Sammler. So. Ich kann die Darstellung der Spiele auch variieren. Das ist jetzt also meine favorisierte Anzeige. Ihr könnt das Ganze aber auch in zweierlei Arten ändern, indem ihr hier oben auf die drei Pünktchen klickt. Dann könnt ihr hier nämlich hingehen, View As, und das Ganze dann auch ändern in List. Das sieht dann folgendermaßen aus. Da habt ihr dann auch ein bisschen mehr Infos zu den Spielen, wie zum Beispiel den Namen der Plattform, auf dem das Spiel erschienen ist, das, ich denke mal, amerikanische Erscheinungsdatum und zum Beispiel die Durchschnittsspieldauer. So, bei Battletoads ist es 1 Stunde, bei Donkey Kong Land 2 Stunden und so weiter. Ist eigentlich ziemlich cool. Oder ihr geht hin und sagt View As Grid. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Das sieht dann ein bisschen anders aus. Hier habt ihr dann die Cover dargestellt, anstatt dann im Endeffekt die Namen und die Spieleinfos. Ich bevorzuge das Mittelding daraus. Ich bevorzuge quasi die Ansicht als List Small. Und List Small sieht dann, wie gesagt, so aus und gefällt mir eigentlich am besten. Ja, dann seht ihr hier meine Game Boy Color Games und so weiter und so fort. Ihr könnt Spiele registrieren, und zwar auf zwei verschiedene Arten. Wie das Ganze funktioniert, kann ich euch gleich zeigen. Hier seht ihr, wie gesagt, meine verfügbaren Systeme, obwohl hier auch ein System noch fehlt. Das ist der N64. Ich bin nämlich noch nicht dazu gekommen, meine ganzen N64-Spiele in dieser App zu registrieren. Und das tue ich jetzt einfach mal. Ich fange einfach mal mit einem N64-Spiel an und zeige euch gleichzeitig, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt hier unten das Plus. Wenn ihr auf das Plus klickt, dann öffnet sich folgendes: Add Custom, Add via Online Database oder Add via Barcode. Sind doch 3 Methoden, nicht 2, wie gerade von mir gesagt. Ja, also das einfachste ist Add via Online Database. Dann sucht das Spiel, dann sucht die App für euch online nach dem passenden Game, das ihr registrieren wollt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aber ein Spiel habt, das das System und das die App nicht findet, dann könnt ihr das manuell machen, indem ihr dann die obere Variante anklickt, also Add Custom. Oder ihr geht hin und vor allem bei neueren Spielen funktioniert das und sagt dann Add via Barcode, scannt den Barcode auf der Rückseite der OVP und schon ist das Ganze erledigt. Ich mache aber jetzt einfach mal auf die Art, wie ich das sonst auch immer mache, nämlich Add via Online Database. Da draufklicken, dann öffnet sich folgendes. So, hier könnt ihr dann den Titel eingeben. Ich gehe einfach mal hin und adde mal 007 GoldenEye. GoldenEye, einfach hinschreiben. Dann klickt ihr auf Select Plattform Filter. So, hier sind jetzt alle Plattformen, die ich im Vorfeld schon registriert habe in der App. Das sind meine verfügbaren Konsolen. Klicke hier auf den N64 und dann sucht er schon. Zack, und dann findet er auch schon was, nämlich GoldenEye 007. Da klicke ich jetzt drauf. Dann hat er hier die Details. Hier steht dann zum Beispiel der Name. Ich kann jetzt hier hinschreiben, ob es eine Special Edition ist oder nicht. Die Plattform natürlich, Select Label kann ich dann hier noch hinschreiben. Also sprich, für mich nochmal einen Filter einbauen, wo ich dann sage, ich spiele das Spiel gerade, ich habe das Spiel schon durchgespielt oder es gehört zu meinen Lieblingstiteln. Aber das tue ich jetzt an dieser Stelle nicht. Dann das Release-Date. Ich denke mal, da bezieht sich die App auf das US-amerikanische Release-Date und die Region. Da sage ich natürlich PAL für, also Europa für PAL. So, dann haben wir hier eine Beschreibung des Spiels, alles auf Englisch, aber hey, finde ich total genial. Ihr könnt hier ein paar eigene Infos reinschreiben, ihr könnt hier das Spiel raten und so weiter und so fort. Wenn es zu dem Spiel, wenn es jetzt ein neues Spiel ist und da gibt es schon DLCs zu oder Mods oder so, könnt ihr das hier auch noch dazu addieren. Ihr könnt die Entwickler reinschreiben, ihr könnt das Franchise reinschreiben, das Genre, die Publisher und so weiter und so fort. Dann bietet euch die App auch noch was Interessantes, nämlich hier den Punkt How to Beat, How Long to Beat. Hier steht dann, wie lang das Spiel ist im Durchschnitt. Main Story 10 Stunden, Main Story plus extra 15 Stunden, Completionists, also die, die das Spiel komplett auf 100% durchspielen wollen, zocken da ungefähr 20 Stunden dran und Combined, also sprich der Durchschnittsspieler, sage ich mal so, der spielt da ungefähr 12 Stunden dran. Und es gibt noch einen Punkt, der heißt Metascore, da steht dann die ungefähre, die Durchschnittswertung, die das Spiel dann seinerzeit bei der Presse bekommen hat, nämlich 96%, und das ist schon richtig heftig. So, GameFAQs könnt ihr hier noch durchsuchen, YouTube durchsuchen und so weiter und so fort. Also richtig, richtig cool, sehr viele Infos. Und wenn ihr jetzt auf das Bild da oben klickt, auf den Bildausschnitt, dann zeigt euch die App, welches Cover denn gerade für dieses Spiel in dieser App für euch gewählt wurde.
Ist ganz nett, ich bin aber einer, ich mag dann immer die Original-OVP-Bilder dann da drin haben. Dann kann man, das seht ihr jetzt vielleicht schlecht, aber hier oben ist ein Stift. Wenn man den Stift berührt, öffnet sich ein zusätzliches Fenster. Und dann kann man hier Google Image Search anklicken und dann öffnet sich ein Fenster mit Google. Und da haben wir dann ein paar Beispielbilder dann zu GoldenEye. Und da kann ich jetzt mal gucken, ob ich das PAL-OVP Cover finde. Da ist es auch schon auf der dritten Seite, das angeklickt und schon wechselt die App mir das Cover und ich habe es so. Und so gefällt mir das schon viel besser. Dann gehe ich das nur noch hin, sage hier oben Create und schon ist das Ganze in meiner Liste. Das zeige ich euch jetzt. Also zurückgehen. Dann hat die App hier auch den N64 mit in der Auflistung. Ich klicke auf den Pfeil und sehe dann hier GoldenEye. Ja, und so kann ich das dann weitermachen und weitermachen und weitermachen. Also hier wieder auf das Plus klicken, Add via Online Database. Titel eingeben, zum Beispiel Banjo. In der Regel, wenn ich jetzt nur Banjo reinschreibe, müsste er mir jetzt auch beide Banjo-Kazooie und also beide Banjo-Titel finden. Das tut er auch. Also einmal Banjo-Kazooie, einmal Banjo-Tooie. Einmal anklicken, so, schnell das Cover ändern, wieder via Google, das funktioniert eigentlich am besten. Da ist auch schon das PAL-Cover, ihr seht, zack, angeklickt. Er lädt jetzt ein bisschen. Es kann passieren, dass er das nicht reinlädt in die App. Hier bei diesem funktioniert es aber. Aber wenn es nicht klappt, könnt ihr einfach mal ein neues Bild probieren. So, Region of Europe. Alles andere kann so bleiben. Create. So, das war das zweite Spiel. Jetzt kommen wir noch zu Banjo-Tooie. Machen wir das auch mal fertig. So, zack, auf Region klicken, Europe anklicken. Das Cover wechseln. Ich hätte gerne dieses hier. Das ist das PAL-Cover. Fertig. Und so einfach geht das. Das ist mega cool. Funktioniert sehr, sehr gut. Hier seht ihr jetzt, zack, alle drei Spiele drin. Ist ein bisschen zeitaufwendig, aber das ist es eigentlich immer, wenn man seine Sammlung irgendwie archivieren will. Ich finde das so ganz praktisch. Ich finde das auch gut, weil ich ja auch hier und da mal auf dem Trödelmarkt unterwegs bin und auf Facebook rumschwirre. Und wenn ich dann irgendwo einen Schnapper sehe und sehe, das ist zum Beispiel ein Gamecube-Spiel und ich habe auf dem Gamecube 261 Spiele, dann kann es schon mal passieren, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das Spiel schon habe oder nicht. Dann hilft die App da auch weiter, indem ich dann das Handy zücke, da mal drauf gehe, das aufmache, hier dann alphabetisch nachgucke, ob ich das Spiel schon besitze oder eben nicht. Und wenn es nicht der Fall ist, dann hole ich mir das natürlich. So, also mega, mega cool. Und vielleicht noch eine Info, wie ihr denn die Plattformen, also sprich die Systeme hinzufügt. Wenn ihr hier oben auf diese drei Striche klickt, dann öffnet sich das Menü. So, dieses Menü könnt ihr dann auch ansteuern und auch ja, quasi damit arbeiten, indem ihr dann hingeht und sagt My Collection. Hier habe ich schon mal in meiner Collection eine Art Wishlist aufgestellt, Hardware Wishlist. Das heißt, da steht dann sowas drin wie Sachen, die ich noch gerne hätte. Aber wir gehen jetzt erstmal hin und sagen, wo ist es denn? Info. So, wir klicken auf Info und hier sind verschiedene Reiter, wie zum Beispiel Brands, Developers, Franchises und so weiter und so fort. Uns interessiert aber Plattforms. Wenn ich auf Plattforms klicke, öffnet sich hier ein Fenster und hier sind alle Konsolen drin, die ich bereits registriert habe. Das sind quasi alle meine verfügbaren Konsolen, die ich zu Hause habe. Wenn ich jetzt hingehe und ich sage, ich habe mir zum Beispiel einen 3DO gekauft, dann klicke ich wieder auf das Kreuz, so ähnlich wie mit den Spielen, Add via Online Database und hier zeigt euch die App dann alle Plattformen, alle ja, Konsolen, die diese App kennt. Und da oben ist der 3DO, den würde ich jetzt anklicken, zack, und dann habe ich da oben schon den 3DO stehen, kann mir jetzt hier noch ein Bild dazu laden, wie zum Beispiel dieses hier und dann zurück und dann hätte ich hier den 3DO. Und wenn ich jetzt hingehe zu meinen Spielen, meine Games und sage, ich möchte ein 3DO Spiel hinzufügen, klicke hier auf das Kreuz, dann taucht der 3DO hier auf. Den gab es vorhin noch nicht, jetzt habe ich den aber hinzugefügt und habe den hier und kann also hier nach dem Spiel suchen. Ziemlich bequem, ziemlich cool und ja, macht auf jeden Fall auch Spaß, hier die Spiele hinzuzufügen, weil man so eigentlich ziemlich schnell, so, ich mache das Ding mal wieder weg, ich habe ja kein 3DO, weil man hier eigentlich ziemlich schnell seine Spiele in der gewünschten Form archivieren will. Wenn man zum Beispiel jetzt nur Module hat und man will auch, dass nur Module hier bei den Spielen auf den Fotos angezeigt werden, dann kann man das genauso gut machen und hingehen und sagen, okay, man macht anstelle der, wie ich jetzt hier, der OVP-Fotos einfach, sucht man bei Google nach den Fotos der losen Module. Oder man kann dann auch hingehen und sagen, okay, ich habe zwar das Spiel, aber ich habe es zum Beispiel nur als Modul. Dann kann man hier bei Edition reinschreiben, nur Modul, dann merkt sich die App
das Ganze auch. So, zum Beispiel nur Modul, weiter und dann steht das Ganze hier bei Conker dann in Klammern dahinter. Sehr, sehr cool. Also ich bin ziemlich begeistert von der App. Ich mag sie sehr. Ich nutze sie eigentlich tagtäglich, weil ich immer wieder hingehe und mir ein Stück weit meine Spiele archiviere. Ich habe bei weitem noch nicht alle geschafft. Game Boy sind alle drin, Game Boy Advanced, Game Boy Color, GameCube, NES, Nintendo 3DS, N64 habe ich, wie gesagt, hier gerade nur drei. 240 fehlen noch und was noch fehlt, ist auf jeden Fall die Xbox, die alte. Da habe ich bisher nur 21 Spiele registriert, da habe ich mittlerweile viel, viel mehr. Und was noch auch nicht komplett registriert ist, das ist die Xbox 360. Hier sind nämlich bei mir 88 Spiele drin, ich habe aber mittlerweile über 300. Ja, das war es im Endeffekt. Das ist die super geniale My Game Collection App. Das ist so ein kleiner Überblick. Ihr könnt natürlich noch viel mehr machen. Ihr könnt hingehen und die Spiele, die ihr hier registriert habt, exportieren. Ihr könnt das Ganze einem Freund per WhatsApp schicken zum Beispiel oder was auch immer. Das geht hier alles. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und die Möglichkeiten, die in der Free Version, also in der kostenlosen Version drin sind, sind schon ziemlich geil. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn ihr zum Beispiel eine Wishliste macht, so wie ich jetzt hier, hier sind noch Spiele, die mir zum Beispiel für die Xbox 360 fehlen. Die stehen jetzt hier bei mir in der Wishliste. Wenn ich jetzt zum Beispiel weitere Spiele hinzufügen will, geht das nicht, weil die Wishliste begrenzt ist mit der Anzahl. Das heißt, ich kann jetzt nicht unendlich viele Spiele auf die Wishliste setzen, es sei denn, ich lade mir die Pro-Fassung und bezahle dann irgendwie 2 Euro für. Aber das ist mir eh nicht ganz so wichtig und wichtig war mir, dass hier bei der Games Archivierung keine Limitierung dran ist und das scheint nicht der Fall zu sein, weil ich wie gesagt mittlerweile schon 1177 Spiele registriert habe und das ohne Probleme. So, das war's aber an dieser Stelle. Das ist ein kurzer Überblick über die App. Ich kann sie empfehlen, wie gesagt, und ja, so viel dazu. Ich schalte erstmal wieder zurück auf mich. Ja, ihr habt also gesehen, dass die App, wie gesagt, richtig, richtig cool ist. Ich benutze sie halt schon seit einigen Wochen und Monaten und bin da unglaublich mit zufrieden. Es gibt kein Spiel, was ich nicht eintragen konnte. Sei es durch den Online-Abgleich, wie gezeigt, oder sei es, indem ich das selber eingetragen habe. Auch diese Möglichkeit finde ich ziemlich geil. Und wenn ihr mehr zu dieser App sehen wollt, die mal ausprobieren wollt, könnt ihr es, wie gesagt, im Play Store nachsuchen. Ich werde versuchen, mal unter das Video einen Link zu packen, wenn ich das hinkriege. Dann könnt ihr euch die App da auch mit diesem Link laden. Und mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, wie ihr das macht. Wie verfolgt ihr eure Sammlung? Habt ihr da auch irgendwie Word-Dokumente angelegt? Macht ihr das mit Notizbuch? Macht ihr das via Game Profiler? Wie auch immer. Würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Comments und wem das hier eine Hilfe war, der kann das auch gerne dann liken, bewerten, teilen, wie auch immer. Das war es an dieser Stelle aber erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Es war informativ für euch und wenn ja, lasst Feedback da. Wenn nicht, dann bitte auch Feedback, damit ich weiß, was ich besser tun kann. Ich an dieser Stelle bin aber erstmal weg. Wünsche ich wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.